Zwei wollen schon mal nicht. Okay, legitime Bewertung kommt vorbei. Ich brauche die großen Leute. Okay, immerhin. Es ist noch im in der Herstellung. Und die Popularität 1514 kommt jetzt voll da drauf. Es waren nur 5000 Besucher bei uns. Ja, okay, es waren ja auch wesentlich weniger Besucher auf der Messe als letztes Mal. Jawohl. Sehr schön. Gucken wir uns das Ganze mal an. Es ist ein bisschen gestiegen, ne, die Popularität. Und der Hype auf jeden Fall. Naja, immerhin. Oh, da ist einer fertig. Wer ist das? Wer ist das? Der Tausendsasser ist das. Der kleine Tausendsasser ist das mit Strategie und so. Der sollte mal schneller arbeiten lernen. Deshalb kriegt er hier nochmal 5% drauf. Ist doch einer mit Level Up da? Nee, ne? Nö. Ja, und so geht's halt. Man kann jetzt hier gucken, dass man da nebenan noch... Ich habe ein Interview erhalten. Ich denke, was möchten Sie ein Interview beiwohnen? Sie Ihr Manager kommen lassen. Ach, wie geil. Mach mal. Ja, das freut mich, dass es gut gelaufen ist, das Interview. Die sind jetzt auf mich zugekommen und die wollten jetzt ein Interview haben. Und gucken, dass das hier dass das Spiel quasi sich da angucken. Quasi, genau. Und ihr seht, mein Gehalt, mein Geld geht gerade recht rapide in den Keller und wir spielen auf sehr, sehr leicht. Also stellt euch das mal beim Normalspiel vor. Das wäre schon... Naja, ich glaube, die 10% kann ich mir sparen. Legitime Bewertung kommt in ein paar Tagen vorbei. Jetzt kommt noch eine Absage. Und jetzt kommt noch eine Absage. War klar. Aber immerhin kriegen wir hier ein bisschen über legitime Bewertung ist den Hype hoch. Ach. Ja, warum nicht? Ich meine, wir hatten zwar gerade erst eins, aber warum nicht? Wir gucken uns jetzt noch einmal ganz kurz die Werte an. Ja, es ist schon ein bisschen besser, ne? Gehe ich noch eine Session ein? Dings ist gerade vorbei. Nee, komm. Manager. Ich spreche jetzt mit Manager hier. Preisgestaltung. Okay. Ich kann es nur ein einziges Mal machen mit der Preisgestaltung. Wahrscheinlich wird sich der Preis jetzt trotzdem nicht geändert haben. Der wird also bei 9,99 € bleiben. Ja, dann ist es halt so. Und wir haben einen Hype von 3000 und hier eine Popularität von 900. Wir machen es fertig. Wie sieht es mit der Engine aus? Spiel ist noch nicht fertig, aber gleich. So. Damit haben wir alles. Hauptfähigkeit trainieren. Neues Thema. Schade, dass ich nicht alle wählen kann und sagen, alle Hauptfähigkeit trainieren. Der macht mir ein neues Thema, was gar nicht mal schlecht ist. Vielleicht kriegen wir ein Thema, was demnächst im Trend ist. Und ich werde jetzt hier hingehen und suche einen Herausgeber. Wir haben 2000 minimalen Ruf. Wir haben 5 Angestellte. Wir haben es zwar in früheren Verträge, aber hier
Passt. 5 Angestellte passt auch. Ich versuche es. So, in ein paar Tagen werden wir von denen hören. Abgelehnt. Das Projekt sei zu klein. Schade. Gut, dann muss ich es auf eigene Faust testen, veröffentlichen und wieder Verluste machen. Ich mache es jetzt einfach. Das hat mich wieder knappe 100.000 gekostet, ne? Da ist dann, glaube ich, auch alles drin hier im Profit gerade. Da sind dann die Gehälter, glaube ich, drin. Da sind die Bestechungsgelder drin, die ich rausgehauen habe, obwohl ich eins weniger rausgehauen habe. Ja. Müssen wir mal gucken, ne? Kritik, Kritik, Kritik. Oh! Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Wir haben schon 35.000 im ersten Wöchlein verdient. Das ist natürlich mega. Rezension lesen. Gameplay ist besser geworden. Um einiges. Entdeckte Rolle von Weltdesign in Abenteuer-Genre-Spielen. Wie auch immer, was er mir damit sagen möchte. Thema Genre-Übereinstimmung entdeckt. Orte im Spiel sind wunderschön gestaltet. Das Thema ergänzen sich sehr gut. Die Leistung war großartig. Das Spiel ist solide. Schön. Nexus Gaming. Nexus Gaming, Nexus meine ich natürlich. Gameplay ist auch wieder besser geworden. Leistung war großartig. Zielgruppe war definitiv eine gute Wahl. Aha, sehr gut. Geschichten war interessant. Wussten, was wir tun. Ausgabe, bla bla, Rolle von. Und der letzte IGM. Wirklich gefesselt. Cool. Keine neuen Kritik. Ja, super. Alles klar. Also ich glaube, wir könnten hiermit jetzt zum ersten Mal Gewinn machen. Mal gucken, wie lange. So, Design von neuem Thema. Design von neuem Thema ist aber nicht Forschung. Ich möchte jetzt meine Engine Running mit dem Team. Und zwar um die beiden, hoppla, um die beiden Dinge hier, Lenkrad und 3D-Projektion, updaten. Und während die updaten, gehe ich jetzt hier hin und mache meine Engine, warte mal, 9800, 5 Funktionen, 4 Funktionen, wir haben 5 Funktionen, das heißt, ich gehe jetzt hier auf glatte 9500. Ihr seht hier die automatische Genehmigung der Urlaubsanfragen, ne? Oh, warte mal. Herzliche Glückwünsche, Sie haben Ihr Jahresziel erreicht. Das Ziel war, implementiere eine neue Technik in eine beliebige Engine. Belohnung, alle Angestellten erhalten eine Stufe Erfahrung für ihre Hauptfähigkeiten. Ach, das ist ja geil. Was das auch immer bringt, aber es ist ja geil. Das ist der Tausendsasser, genau. Der kriegt ein bisschen auf Geschwindigkeit. Und zwar dringend. Der hat da nix. Braucht dringend Geschwindigkeit, der Junge. Wie weit bin ich denn? Das bin ich. Boah, Stufe 3 dauert noch einen Augenblick. Aber ansonsten ist es alles so ausgewogen bei mir. Ja, ich habe jetzt schon 11.000 Gewinn gemacht. Ist das mega geil. Und die Running Engine wird geupdatet, also auch gut. 35.000 Gewinn. Trotz alledem ist das nicht viel. So, wie sieht's aus? Mit neuen Plattformen. Der Playgo ist da. 11 Monate, 2 Monate.
Das Marktanteil von 12%. Der ist 1,8 Jahre alt. Nehme ich den Play. Wie lange war der Playgo eigentlich aktiv? Weiß es gar nicht mehr. Aber der hat, guck mal, der ist 2 Monate alt und der hat jetzt schon. Der kostet nichts. Komm, die Lizenz nehme ich mit. Dann entwickle ich für 3 Plattformen in Zukunft. Oh, Moment. Muss ich meine Engine hier auch wieder updaten? Da. Eigene Engine. Gut. Ja, und der Preis können wir bei 9.500, wie auch immer, können wir lassen. Neues Thema. Okay, du bist noch zu müde, habe ich verstanden. Dann lassen wir das. Dann trainierst du die Hauptfähigkeit. Während der Rest an der Engine arbeitet. Dauert nicht mehr lange, dann haben wir die auch. Dass man das halt alles durchklicken muss, ist halt ein bisschen nervig gerade, aber was willst du machen? So, Engine. Wir haben auch Engines verkauft gerade, wie wir sehen. Gar nicht mal so schlecht. Wir gucken noch einmal. Es gibt gerade nichts Neues zu erforschen. Dann würde ich wieder mal hingehen. Gibt es denn Rivalen? Feind, neutral, neutral. Ich kann die aufkaufen. Uhuhu, 127 Millionen. Leute. Puh, ja, dann... Nein. Ich könnte natürlich hier hingehen und ein größeres Büro kaufen. Warte mal, ist das hier? Doch. Nee. Wo geht das nochmal mit dem Büro kaufen? Warte mal, ich glaube, das war hier. Ja, und dann klickst du hier drauf, genau. Es kostet mich 140.000. Da hätte ich um einiges mehr Platz drin. Das ist... Ach, das sind Wohnhäuser, die sind nicht zu verkaufen. Ja, das ist sehr schade. Das wusste ich selber nicht. Ach, da ist Bombastic Games drin. Und da ist der andere Konkurrent von mir drin. Das ist ein Wohnhaus. Das heißt, ich hätte hier die kleinen Dinger nur. Das bringt mir 140.000, das ist 240.000. Moment bitte. Ich hoffe, das war nicht mit der Aufnahme drin. Falls doch, tut mir das sehr leid. Ich musste gerade niesen. Okay, passt mal auf. Wir machen das folgendermaßen. Wir behalten nochmal die Abteilung hier. Und wir entwickeln jetzt nochmal ein Spielchen. So, ich kaufe jetzt kein neues. Wir gucken, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen im Hype kriegen. Dass wir hier nochmal ein bisschen Geld kriegen. Weil irgendwo muss das Geld ja wieder reinkommen. Und dann machen wir jetzt ein neues Projekt. Mit der neuen Engine. Wo ist die Engine? Meine Engine hat 2, 3, 4. Ja, hat genügend Zeug drin. Um zu sagen, dass es jetzt vielleicht... Ja, mal gucken. Mal gucken, was wir jetzt machen. Da kommt mal eine Verlust, Gewinn. Okay, es passt. So, was haben wir denn hier? Bizarre haben wir noch nicht. Fantasy passt sehr gut mit Abenteuer zusammen, das weiß ich. Was ist denn gerade im Trend? Wildnis und Spionage. Spionage. Oh Leute, Spionage-Thriller. So, ich würde aber was mit Militär machen wollen. Und beim Militär gehen wir natürlich auf Action. Yay. Ich nehme die Running Engine 1. Ich setze den Preis wieder bei 9,99 € fest. Gehe hier auf Teenager. Ich lasse es auf jeden. Was? Oh nein. Oh nein. Warum hab ich das denn gemacht gerade? Ich kann nur 2. Oh, das ist doch mies.
echt, ich kann nur zwei Plattformen. Die Origin ist jetzt, ist älter. Hat eine Kaufkraft von 99%. Der ist aber populärer. Sehe ich das richtig, dass der Anteil vom Verkauf 40% bei denen hier beträgt? Ich mache das für die hier. Wir testen das jetzt einfach mal. Was ist das eigentlich für ein Gerät? Es ist so eine Art... Ja, ist es halt so eine Art, ne? Gut, die Lizenz war günstig. Klar, bei 40% Abgaben. Hätte ich vorher mal drauf achten sollen, ne? Der Gameboy hat 35%. Ah, der Play Go halt, ne? Ne, komm, wir lassen das so. Studio, komplettes Spiel. Beim Militär würde ich mal die Third Person wählen. Action Third Person. Wir testen das mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Hatte ich gerade First oder Third Person? Kann ich hier nicht mehr sehen, ne? Nee. Müsste ich rausgehen. Will ich nicht. Nee, komm, wir lassen die dritte Person. Wir machen eine lineare Geschichte mit ausführlichen Hintergrundgeschichten, aber mehreren Enden. Bei Militär und Action. Ja, doch. Ich denke mal, das wird passen. Voll vertonte machen wir natürlich. Amateurstimmen und dieses Konversationssystem nehmen wir rein. Grundlegendes Spielsystem. So, und hier müssen wir nicht mehr reden, ne? Hunger, Durst, machen wir alles rein. Realisistisch, machen wir mal so. Och nein. Och Gott, das mussten wir mir noch mal sagen, Leute. Das muss man mir doch mal sagen. Komm, wir machen noch ein mittelgroßes Projekt raus. Kostet mich 15.000. Die Entwicklung wird etwas länger dauern jetzt, glaube ich. Aber das will ich einfach wissen jetzt. Einfach mal gucken, wie das mittelgroße Projekt so ankommt. Ja, Dreier Projektgröße machen wir daraus. 18.000. Spielname eintippen. Aber da müssen Zombies mit rein. Oh, wie heißt es denn? Mal gucken, wie es ankommt. Doch, das ist echt. Den Fieber, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Okay, wir machen das mit der Entwicklung. Sprich mit Designer. Okay, der ist on pot. Hauptfähigkeit trainieren. Ja, machen wir weiter. Ich kann mit dem gerade keine Aufgabe Hunger und Durst.
Ach so, der, ich hab gedacht, der hat Hungerngrust. Aber klar. Was ist denn hier für ein Tipp? Ja, ist ja mega, Freund. So. Ihr arbeitet ja gerade selber dran. Übung, Management. Ah ne, er ist ja in Trainierung. Dann lassen wir ihn noch eben trainieren. Wenn er fertig trainiert hat, würde ich ihn dann mal mit dem Spiel beauftragen. Und zwar möchte er Battlefield 1 mal ganz kurz unter die Fittiche nehmen. Und das war's.